Das aufgrund von zahlreichen Krankheitsfällen einzige Testspiel dieser Länderspielpause bestritt der Club am Mittwochabend beim TSV Buch. Gegen den Landesligisten musste der für den ebenfalls erkrankten Cheftrainer Christian Fjell in Vertretung agierende Jerome Polenz zusätzlich noch auf die Nationalspieler Brown, Kastrop und Okunuki verzichten. Nochmal schnell alle aufstellen fürs gemeinsame Foto. Und dann konnte es losgehen. Vor rund 1000 Zuschauern brauchte die Partie etwas, um Fahrt aufzunehmen. Die Gäste in Rot und Schwarz waren im ersten Durchgang das bessere Team und kamen vor allem durch einige Standards zu guten Gelegenheiten. Johannes Geis durfte sich unter anderem an einem direkten Freistoß versuchen, scheiterte aber am Bucher Schlussmann. Ebenso wie Joseph Hangbo, der es per Kopf probierte, und Ali Loon nach einem Tempovorstoß über die linke Seite. Es ist immer schwierig, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen und dass man da Lösungen findet, das ist wichtig. Deswegen sind solche Spiele auch wirklich wertvoll. Wir sind heute ein paar Mal sehr, sehr gut über die Außen durchgekommen, haben dann die Tore nicht gemacht. Aber insgesamt, finde ich, hätten wir noch mehr Durchbrüche schaffen müssen. Ärgerlich wurde es neben dem lange stehenden 0:0 auch für Geis, der noch in der ersten Hälfte verletzungsbedingt durch Flo Flick ersetzt werden musste. Der Spielstand war zwar einerseits der mangelnden Chancenverwertung geschuldet, andererseits aber auch den Bucher Jungs, die sich mit allem, was sie hatten, in jeden Ball warfen. Nach einem Freistoß war es dann aber endlich soweit. Flick stand am zweiten Pfosten völlig blank und drückte die Kugel über die Linie. Abseits? Gut, dann weiterhin 0:0. Ungeachtet des späteren Ausgangs, für die Nachrücker aus U23 und U19 war es so oder so ein besonderer Abend. Dann hat man auch einfach den Kontakt zwischen U23, U19 und den Profis. Ich denke, für die jungen Spieler ist es immer gut, wenn sie bei den Profis mit dabei sind. Und deswegen für die jungen Spieler ist so ein Testspiel oder so eine Länderspielpause immer positiv. Noch vor der Pause durften die Klubberer aber doch noch jubeln. Ali Loons Flanke fand Kania. Die Abwehraktion des Keepers buxierte das Spielgerät aber vor die Füße von Lukas Schleimer, der aus kurzer Distanz dann souverän einnetzte. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wir haben es dann so nach 15, 20 Minuten angenommen, sind dann besser ins Spiel gekommen, haben auch ein, zwei Chancen rausgespielt und ja, letztendlich dann vor der Halbzeit noch das 1:0 gemacht. Und klar, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen, aber ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir ein paar Erkenntnisse gewonnen von dem Spiel. Nach dem Wechsel erwischte es dann Joseph Hangbo, der aufgrund eines schmerzhaften Zusammenpralls mit dem Keeper der Hausherren herausgenommen werden musste. Für ihn kehrte der zuvor bereits ausgewechselte Finn Jeltsch zurück auf den Platz. Sonst glänzten die beiden Teams im zweiten Abschnitt mit Leerlauf. Während Buch nach einem Konter sogar noch am Ausgleich schnuppern durfte, blieb zu deren Glück ein mögliches Foulspiel an Muteba auf der Gegenseite unbestraft. Somit endet das Gastspiel beim TSV Buch mit 1:0 zu unseren Gunsten. Also ich denke, dass der Sieg auf jeden Fall höher ausfallen muss. In der ersten Halbzeit hatten wir ja doch schon viele Chancen, die wir verballert haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Chancenverwertung nicht gut war und auch die Spielanlage muss hier und da etwas besser sein. Insgesamt aber ein wichtiger Test und viele junge Spieler konnten sich zeigen und deswegen war das, glaube ich, insgesamt für die Fans auch ein gelungener Abend hier.